Frau Gass, wie sieht es denn am Silvesterabend aus? Wie wird die Polizei kontrollieren? Die Wiener Polizei wird mit einer ausreichenden Personalstärke im öffentlichen Raum vertreten sein. Wir werden hier natürlich präventiv den öffentlichen Raum bestreifen, um gerichtlich strafbare Handlungen, aber auch Verwaltungsübertretungen, wie zum Beispiel nach dem Bürotechnikgesetz oder dem Covid-19-Maßnahmengesetz, hintanzuhalten. Wie wird das speziell dann auch im privaten Bereich in Wohnungen ausschauen, wenn da der Verdacht besteht, dass da eine Party stattfindet? Wenn der Verdacht besteht, dass in einer Wohnung eine Party stattfindet und die Polizei zum Beispiel aufgrund einer Lärmerregung alarmiert wird, was meistens der Fall sein wird, wie man aus den letzten Silvesterjahren natürlich weiß, und wir im Zuge dieser Amtshandlung dann von einer sozusagen illegalen Party, wenn wir das wahrnehmen können, dann werden wir natürlich nicht nur aufgrund des Wiener Landessicherheitsgesetzes einschreiten, sondern natürlich auch nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz. Und es wird hier natürlich vorrangig das Gespräch gesucht mit den einzelnen Partygästen. Aber wenn natürlich das Fehlverhalten so stark ist, dann wird man hier auch Anzeigen legen müssen. Und wie hoch könnten da die Strafen ausfallen? Die Strafen sind in einer befindlichen Strafhöhe. Man kann hier mit mehreren 1.000 Euro rechnen.